Damen und Herren, wir haben nochmal aus der Schweiz einen Gast und der macht Stand-Up-Comedy. Er ist ein alter Hautegen, kann man sagen. Er ist schon seit vielen Jahren unterwegs und jetzt auch mit seinem Solo-Programm. Und hier ist für Sie aus der Schweiz Guy Landolt. Ein Applaus! Hallo, guten Abend, Dankeschön. Ich habe ja vorhin auf dem Weg hierhin habe ich so einen Rettungswagen gesehen. Da habe ich mich gefragt, wieso schreiben Sie das Wort Rettungswagen immer in Spiegelschrift vorne drauf? Wieso machen die das? Wahrscheinlich, damit man es im Rückspiegel lesen kann. Aber braucht es das wirklich? Was wäre denn, wenn es nicht machen würden? Würde man an so einem Auto sitzen und so einen Rückspiegel gucken und so denken, also hinter mir fährt ein Auto mit Leuchtfarben und Kleber drauf? Ein Blaulicht auf dem Dach und einer extrem lauten Sirene. Und da will mir so ein Rückspiegel gucken. Was steht da geschrieben? Negwasnuta? Was das für ein komisches Auto? Hab ich noch nie gesehen. Guck, Negwasnuta? Nee, ich fahr weiter. Dann könnte es eventuell sein, dass einem Autofahren intellektuell ganz leicht überfordert. Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes erzählen. Ich war kürzlich im Urlaub und der Urlaub war super, aber ich fliege nicht besonders gerne. Das fängt bei mir schon am Flughafen an, immer diese übertriebenen Sicherheitskontrollen. Das letzte Mal in Zürich muss ich sogar meine Schuhe ausziehen. Und das waren nicht die hier, nee, das waren meine guten, meine Sonntagsschuhe. Da habe ich zu den Leuten gesagt, hey, ich habe 200 Euro für die Teile bezahlt. Meint ihr wirklich, ich spreng die Dinger in die Luft? Und dann immer diese komischen Fragen. Entschuldigung, dieser Koffer, war der zu irgendeinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt? Mal überlegen. Ja, stand ein halbes Jahr im Keller. Ist das nicht überlegen? Und wenn man da im Flugzeug drin sitzt, dann begrüßt ja die Stewardess alle Passagiere über die Lautsprecheranlage. Und da sagt sie uns jedes Mal den Namen des Piloten. Captain Felix Busse begrüßt Sie auf dem Flug von Zürich nach Ibiza. Wieso macht sie das? Wieso sagt sie uns den Namen des Piloten? Wie wenn schon irgendwann mal jemand gesagt hätte, oh ja, der ist gut, ja. Felix Busse kenne ich super, ja. Noch nie runtergefahren, nee, dann ist auch immer das Essen so schlecht auf diesen Flügen. Da kriegst du Fleisch, Gemüse und Nudeln. Und alles schmeckt identisch. Das kann sich ja wirklich nur ein Koch erlauben, der ein paar hundert Kilometer entfernt ist. Und was mich schon immer Wunder genommen hat, wieso hat es eigentlich auf den Flugzeugtoiletten nie ein Fenster? Ich meine, wer soll da schon reingucken? Superman vielleicht? Ja, und diese Flugzeugtoiletten erinnern mich immer so an die Dixie-Klos. Dixie-Klos, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe ein kleines Problem mit Dixie-Klos. Bei uns in der Schweiz heißen die Dinge ja Toi-Toi-WC. Ich finde den Namen ziemlich passend. Hey, Toi-Toi-Toi, viel Glück auf D-Klo. Und die Dinge stehen natürlich immer da, wo es enorm viele Leute hat und wo genau so viel getrunken wird. Wahnsinn. Stadtfeste, am Oktoberfest, an der Street Parade. Wahnsinn. Und da diese Veranstaltungen oft auch am Abend stattfinden, habe ich nie begriffen, wieso dass diese Dixie-Klos nie ein Licht drin haben. Also muss man sich den Weg auf den Thron ertasten. Okay, es hat zwar kein Licht, aber so wie es ausschaut, hat es eine Sprinkleranlage. Es könnte ja Feuer ausbrechen. Bis jetzt habe ich immer gedacht, der durchschnittliche Schweizer Mann, also auch der Süddeutsche, sei ziemlich zurückhaltend. Aber anscheinend kaum sitzt ein Dixie-Klo drin. Yeah, Dixie-Klo! Yeah. Ich meine, ein paar Tröpfchen, kann ja mal passieren. Aber doch nicht überall. Nicht auf dem Boden, an den Wänden, sogar an der Decke. Ich meine, wie machen die Typen sowas? Ich hab's ausprobiert, es geht echt nicht. Keine Chance. Also sitzt man nicht wirklich entspannt auf einem Dixie-Klo, obwohl man sitzt ja nicht. Man ist in der Hocke, bis die Oberschenkel brennen. Und vor allem ist man auch nicht entspannt, weil bei diesen Dixie-Klos meistens das Schloss an der Türe fehlt, oder? Was sind das für Menschen, die
Schlösser von Dixie-Klos klauen. So, jetzt kommen wir zum Höhepunkt meiner Wohnungsbesichtigung. Meine Dixie-Klo-Schlosssammlung. Danke. Also sitzt man normalerweise so auf so einem Dixie-Klo drauf, weil man die Türe zuhalten muss und kann schön zugucken, wie sich die neuen Wildleder Flipflops, die man aus Ibiza mitgebracht hat, langsam vollsaugen. Gut, in Zürich ist es ja zum Glück bald damit vorbei, weil in Zürich werden momentan alle öffentlichen Toiletten revidiert, überholt. Und die werden wirklich sehr schön gemacht. Ich war kürzlich auf einer, wirklich super. Alles vollautomatisch, gar nichts mehr mit abschließen, nee. Da hat es ein multifunktionales Bedienungspanel, einfach auf den Knopf drücken und zack, die Türe geht zu. Yeah, so schön hier drin. Und alles so sauber, selbstreinigend, Chromstahl. Man darf einfach nie aufs falsche Knöpfchen drücken. Dann sitzt man nämlich da, versucht sich zu entspannen und vor einem geht ganz langsam diese Schiebetür. Man erscheint ganz langsam, wie so ein Preis bei einer Quizshow. Und hier ist er jetzt, Ihr erster Preis. Ein kleiner, hauptnackter Komiker mit einem Hauch von Panik im Gesicht. Wie gesagt, ich wohne ja in Zürich, aber aufgewachsen bin ich so richtig auf dem Land, in einem Bauerndorf. Und ich weiß noch, es gibt nichts Besseres, als auf dem Land aufzuwachsen für ein Kind. Man kann draußen spielen ohne Probleme, man kann auf Bauernhöfe gehen, in den Wald spielen gehen. Gut, wird ein bisschen mühsam, wenn man älter ist, weil das Freizeitangebot so auf dem Land ist nicht allzu groß. Wir hatten Glück, wir hatten wenigstens eine Bowlingbahn. Also war bei uns Bowling angesagt. Obwohl, mich hatte das immer ein bisschen geekelt. Ja, ich habe mir immer ein bisschen Sorgen gemacht um die Bakterien in den Löchern von diesen Bowlingkugeln. Ich meine, niemand reinigt hier diese Löcher, oder? Alle gehen da mit ihren Pizzafingern rein, Hähnchenfingern, Wurstfingern. Irgendwie ist es erstaunlich, dass die Kugeln überhaupt noch Löcher haben. Hat jemand von Ihnen schon mal an so einer Kugel gerochen? Und Sie haben wahrscheinlich immer noch gedacht, die Kegel da vorne, die fahren um, wenn man sie trifft. Nee, die haut's um vom Gestank. Etwas anderes Schönes auf dem Land, das sind die Tiere. Ich liebe Tiere, besonders Hunde. Ich liebe Hunde. Hat jemand von euch einen Hund zu Hause? Okay, ihr könnt es zugeben, ist gar kein Problem, echt? Ja, ich habe auch keinen, weil ich in der Stadt wohne, aber ich liebe Hunde. Und was ich an Hunden besonders mag, ist ihre bedingungslose Liebe. Zum Beispiel, wenn man nach Hause kommt, drehen die doch fast durch. Und das jedes Mal. Auch wenn man nur 10 Minuten draußen war. Wenn Hunde sprechen könnten, oh mein Gott, du bist nach Hause gekommen! Ich bin ja so glücklich! Ich hab gedacht, du kommst nie mehr! So schön! Ups, Entschuldigung! Freudentröpfchen! Hey, Hunde sind wirklich wunderbare Tiere, aber ich überlege mir immer, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden von Außerirdischen beobachtet. Mit wem würden die Außerirdischen wohl Kontakt aufnehmen? Mit uns oder mit unseren vierbeinigen Freunden? Ich denke mal, sie würden mit den Hunden Kontakt aufnehmen. Weil die Außerirdischen denken wohl, die Hunde sind die Chefs. Schließlich gehen wir hinter den Hunden her und machen ihre Häufchen weg. Und was denkt sich wohl der Hund dabei? Wenn Herrchen hinter ihm hergeht und seine Häufchen in kleine Plastiktüten steckt, was machst du da? Lass das liegen, das ist eklig. Das brauchst du nicht zusammen, da kommt noch mehr, glaub mir. Die Hunde, wirklich wunderbare Tiere. Und ich denke auch wahnsinnig gerne zurück. Zum Beispiel auch an meine allererste Wohnung. Wunderbar. Und
wie meine Mutter damals heimlich meine Wohnung putzen kann. Hat sie gemacht. Immer kurz bevor meine Putzfrau kam. Bei meiner Mutter wäre es peinlich gewesen, wenn die Putzfrau das Chaos in meiner Wohnung gesehen hätte. Das geht so in dieselbe Richtung wie immer schön saubere Unterhosen anziehen, falls man mal einen Unfall hat und ins Krankenhaus muss. Ja, so sind sie, die Mütter. Der Umstand, dass man einen Unfall haben könnte, beunruhigt Mütter viel weniger als der, dass man dabei eine Pipi-Fleck in der Hose hat. Dankeschön, schönen Abend, tschüss.